Hey, Ghoul-Fanatiker, willkommen zurück zu Amnesia Rebirth. Ich hab keinen Bock auf Ghule, Mann. Ah, aber schön, dass ihr dabei seid. Offensichtlich habt ihr ja Bock auf Ghule. Wollt ihr das jetzt nicht machen, den Abschnitt? Spielt ihr das mal und ich lehne mich mal zurück. Oh, scheiße. Das sind alles Ghule hier. Ich dachte, die können mich riechen. Offensichtlich gerade doch nicht, ja? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ah. Oh, Kacke! Ach, komm! Oh, nein! Oh! 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 Der hat mich zum Glück einfach nur weggeworfen. Da muss ich jetzt leider mal auf mein Prinzip, dass ich die ganzen Fackeln anmache, verzichten. Ist ja gut, wenn man Prinzipien hat, aber... aus Prinzip irgendwas machen, ist immer ein bisschen seltsam, wenn es einen Haufen Ghule irgendwie mit einbezieht. Oh mein Gott. Fucking Monster. Everywhere. Scraping for roots. Sniffing. Hunting. Trying not to least. Trying not to least, but I'm so fucking scared. Of them. Of me. Too scared. Blacking out. Waking up where I shouldn't be. I don't remember where. So hungry. I was gnawing on a fucking bone when I woke up. A fucking bone. Leon. It's Leon. Remember. Ich finde, er macht das richtig gut. Seinen Text. Das ist schon krass, wenn du überlegst, du wirst langsam zu so einem Vieh. Aber du hast noch so ein bisschen die Kontrolle über dich und weißt genau, hey, ich bin ein Mensch. Aber so langsam, aber sicher entgleitet es dir. Das muss richtig, richtig übel sein, Leute. Wenn du merkst, wie es dir halt wirklich die Menschlichkeit nimmt. Furchtbar. Scheußlich. Ah, kann ich drüber nachdenken. Ah, ihre Arme sehen halt echt immer schlimmer aus. Ich hoffe nicht, dass das Ende dadurch beeinflusst wird, wie oft man geschnappt wurde von den Mistviechern. Oh, nothing near. Not monsters. Just sleeping. Waiting. Hunters. Look me. Just like me. Changed. Stronger. So much stronger. Hungry like you wouldn't know. She did it. She did it. I wish I'd ripped her belly open and pulled the thing out. Alter. Das ist echt assi, Leon. Ich meine, da steckt ja noch ein bisschen Persönlichkeit mit hinter, ne, wenn er sowas schreibt. Ist nicht nur der Ghoul, der aus ihm spricht. Ich hoffe, wir haben es echt bald... Ah! Hier rausgeschafft, verdammte Scheiße. Entschuldigung. Ich will gerade die Luft anhalten. Aber es geht nicht. Alter. Was ist da vorne los, meine Güte?
Oh, diese Kackviecher, ne? Die sind hier halt echt überall. Was ist das für ein Gas, was da ausströmt? Gekrabbel überall, ne? Ah! Bloß nicht die Fassung verlieren, Tasi, ne? Nicht die Fassung verlieren, wir schaffen das hier raus, ich sag's dir. Und wenn's auch nur für die kleine Amaris ist. Wie ist sie so? Ich kann mir seinen Namen so schlecht merken, leider. Okay. Just need to be quiet. Oh nein. Geht das nicht ein bisschen schneller als so? Was? Ist voll? Okay. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sind jetzt erstmal los, ha? Diese widerlichen stinkenden. Oh shit. Damit! Oh nein, von wegen, wir sind so los. Keine Zeit zum Verschnaufen, da sie auch. Kein Riegel. Oh. Ah. Ich hab mich geduckt. Oh, Kacke, Mann. Och nö. Maybe it's another doctor in London. No. No. I will not put her through it, not again. Ach, das ist doch scheiße. Ich würde echt gern wissen, was hatte sie denn? Irgendwas Degeneratives auf jeden Fall. Uff. Oh, thank God. We're back. Just got to get this thing working. Dem Kid geht's hoffentlich gut. Alter! Was für eine Action, oder? So, 2 BT, bitteschön, frei aus. Jetzt aber. Oh nein. Nicht das Fleisch. Ah! Komm schon.
passiert nichts. Ja. Och nö. Was soll ich denn machen? Das rote Fleisch kommt überall. Dieses widerliche. Ach warte, ich muss wieder reindrehen. Okay, okay. Da! Und es wird ja alles voll sülzen. Oh nein! Kacke! Wie komme ich jetzt an das letzte? Come on! Come on, quickly! Ich muss da irgendwie vorbeikommen jetzt. Okay, ich komm vorbei. Na komm, komm, komm. Wir schaffen's. Nein! Halt ihn, das sieht. Ah, nein! Oh, Scheiße! Leute, ich muss. No. No, 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 no. Fuck. Whatever that flesh was, I think it broke the portal. Oh. So much for the town. Where the hell have I taken us now? Kacke, wo sind wir denn jetzt gelandet? Die beten alle diese Tentakel da an, was. Was ist das? Und wo sind wir ja schon wieder? This doesn't get any easier. Das ist der Marie. Boah, sorry, ich musste eben echt mal ein paar Minuten weg vom PC, weil. Oh mein Gott, Leute. Ja, ist. Emotional, ne? Ist das Stichwort mal wieder. Aber wie gesagt, ich schäme mich nicht meiner Tränen. Ich finde das halt. Es ist halt ein sehr krasses Thema hier. Ah, okay, ich brauche wieder die Energiequelle. Ich glaube, so langsam, wir kommen hier gar nicht mehr raus aus dieser blöden Welt, oder? Aber hey, immerhin keine Ghule hier, schätze ich. Ja. Es ist definitiv nicht unsere Welt. Aber seht euch mal den Himmel an. Ach, so ein Crap. Ich will hier nicht mehr sein. Na, lieber die normale Welt mit Wüste und Skorpionen und so weiter. Das finde ich deutlich angenehmer als das hier. Auch wenn es hier total cool ist eigentlich, aber... Naja. Was ist das denn? Bedeutet das was, wenn ich da jetzt Energie drauf bringe? Kommt dann irgendwas?
Ich hoffe halt echt nur, dass wir die ganzen Ghoul-Fraktionen da los sind. Also, das ist ja furchtbar mit denen. Das war eben schon ein bisschen zu krass fast, finde ich. So ohne Ausweg, aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Ah ja, hier. Aber das ist wahrscheinlich viel zu weit und da drin ist auch nochmal so ein Überträger. Ich wette, das ist für hier die beiden. Ja. Ja, alright. Echt jetzt mal so ein Tentakelkopf. Ich meine, das Ding kann doch keinen Nutzen haben. Da ist noch so ein Teil. Ein Hebel. Ne, den werde ich erstmal nicht umlegen, glaube ich. Auch noch ein Hebel. Eine Leiter. Noch ein Hebel. Was auch immer das ist. Ist halt die Frage, hat hier alles einen praktischen Nutzen oder ist manches auch nur Deko? Schwer Käfige mit Menschen drin. Ja, wahrscheinlich haben die sich alle geopfert, um die Königin am Leben zu erhalten, oder? Ich weiß ja nicht. Es waren sozusagen die ganzen Opfer, um die Vitae zu gewinnen. Oder Vitae. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie weit das reicht. Immer noch. Ich wette aber, das Teil hier ist für den Gang da vorne, dass ich das da hintragen kann. Und ich glaube, von da bis hier ist es ein bisschen zu weit, oder? Ja, das reicht auf keinen Fall bis hier runter. Ja, machen wir es mal so. Schade, dass es nicht noch mehr solche Energiequellen gibt. So. Ah, da ist noch einer. Ja, also wenn wir jetzt unendlich WLAN-Repeater haben, dann ist es ja auch gut, oder? Oh. Das ist eine Lampe. Die ist aber echt spärlich nur, oder? Das Licht. Oh, schick. Sieht irgendwie ägyptisch aus. So, was haben wir denn hier? Der große Durchbruch im Raffinationsprozess war Alaindra, dem Apostaten, zu verdanken, der Zuflucht in unsere Stadt suchte, nachdem er den Zorn der Herrscher der brennenden Festung auf sich gezogen hatte. Um sich als würdig zu erweisen, schlug der Apostat die Behandlung mit einem Absud aus der Blume von Emmerich vor, die das Gedächtnis der Objekte bereinigen und so die Erschöpfungserscheinungen mindern sollte, die durch wiederholte Stimulationssitzungen hervorgerufen werden. Oh, Emmerich, sind wir vielleicht damit in Kontakt gekommen, wer weiß. Temako war beeindruckt und nahm Alaindra als Schüler auf. Die beiden arbeiteten jahrelang zusammen, bis schließlich die Verbrechen des Apostaten ans Tageslicht kamen. Daraufhin wurde er auf ewig verbannt. Tja, oh, ich hab's kaputt gemacht, nein. Ich wollte es nicht kaputt machen. Das wollte ich kaputt machen. Vandalin! Ja, klar. Weil ich meine Vase zerdeppere. Passiert halt, ne? War jetzt keine Absicht. Zäh. Alles klar. Es hat auf jeden Fall alles so ein bisschen ägyptischen Touch. Ey, so Bastet wie die Katze, aber das ist ja die Göttin wieder. Das geflügelte Kind. Wer kennt es nicht aus der ägyptischen Mythologie? Und Öl. Seit wann haben die ja Öl? So Lampenöl. So, ihr Experten. Wer kann das lesen? Wer ist unter euch so ein bisschen bewandert, was fremde Sprachen oder untergegangene Sprachen und Zivilisationen angeht? Ich wette, das ist auf jeden Fall die Herrscherin. Und sie wird mit diesem... Hier, es ist die VT und sie speisen sie damit. In den Popo. Und sie darf halt auch nicht sterben, beziehungsweise... Oh.
What do you suppose happened to the people who lived here? Also, ja, sie durfte auch nicht sterben, die Herrscherin, ob sie es wollte oder nicht. Das war nicht drin einfach, ne? Ein Ankh. Das Zeichen des ewigen Lebens. Ja, ist leider kaputt. Oder das Symbol des ewigen Lebens, so. Und der Wiedergeburt. So, wollen wir mal sehen. Jetzt muss ich die alle wieder mit rüberschleppen hier. Dass ich nicht zwei auf einmal nehmen kann, so ins Inventar packen. Das wäre schon sehr praktisch. Na, so. Jetzt auf einmal merkt man ihr gar nicht mehr an, dass sie schwanger ist, oder? Sie rennt hier wieder rum wie so ein junges Reh. Und es werde Licht. Ja. Guck mal, wie krass das ist. Was für eine Energie das sein muss, dass es hier alles speist. Haben wir nicht eine Erinnerung verpasst? Ich hoffe nicht. Geht sowas überhaupt? Das sind ja noch ein paar, ne? Guck mal, überall hier diese Verschnörkelung, diese Pflanzen. Och, also ganz ehrlich, es ist so ein süßes Kind und ich wünsche auch keinem Kind, dass es irgendwie krank wird und stirbt. Das ist... Oh, sie sieht halt echt schon aus wie 4, 5 hier, ich weiß nicht. Aber sie hatte offensichtlich irgendwas Schlimmes. Ach, kacke, Leute, ich kann das nicht sehen. Ich kann mir das nicht angucken, das macht mich traurig. Ich bin froh, dass meine Tochter gesund ist und ich will gar nicht drüber nachdenken, wie es ist, wenn sie krank wäre. Ist ja schon schlimm, wenn sie eine Erkältung hat. Für mich. Wow. Oh nein! Kann ich jetzt wieder einen aussaugen? Gib mir deine Vitae, du Schwein! Oh, muss ich mich auch noch beeilen oder was? Schwangere Frau oder was, hä? Lass mal die schwangere Frau ein bisschen rennen hier. Oh. Some sort of performance? Presentation? Aha. Oh Gott, ist der armer Mikropenis hier. So, und jetzt? Dann ist er schon längst tot. Wie soll ich daraus noch Vitae bekommen? Und der wird bestimmt jetzt entsorgt. Hat ein bisschen was von Half-Life 2 gerade. Nicht sehr angenehm, das so zu sehen. Wo wird der jetzt hingefahren? Direkt in den Abfall geworfen. Ah, das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob das alles Freiwillige waren, die das gemacht haben, die sich hier geopfert haben. Ups. Hui. Ja. Ich sag ja, ab in die Tonne mit dem. Oh, was ist denn hier passiert? Aha. Ist das eine Wählscheibe wie beim Telefon? Alles klar, und das ist halt wirklich für eine Art Präsentation gewesen. Ich glaube, da lag sie schon gar nicht so falsch. Aber das war es auch schon hier. Okay, ich glaube, ich muss einfach schneller sein. Vielleicht muss ich mich selber ja scannen lassen. Oh, das wäre jetzt fies. Komm schnell. Oh, nee, oder? Oh, ich will gar nicht wissen, was passiert jetzt, wenn wir nicht als würdig erwiesen gelten, oder?
Am Ende werden wir jetzt einfach ausgesaugt. Game over. Bah. Kann ich jetzt bitte hier raus? Komm schon, geh raus. Oh, kann ich. Oh. Oh. There you are. Oh. I'm sorry. I'm sorry, little one. Happy tears, I promise. Das ist aber echt schon groß, oder? I thought you might be a dream. Or that there was... that something had gone wrong. Ultraschall, bevor es Ultraschall gab. Oh. What? Was das ist, Leute, finden wir nächstes Mal raus. Ich mache hier eine Pause. Danke fürs Zusehen, danke für euer Liken und Kommentieren. Und wir sehen uns wieder zum Nigia. Ja, wir wollen es ja auch spannend halten, nicht wahr? Bis dann, tschüss.